Guten Tag und herzlich willkommen zur Einführung, warum Konformitätstests wichtig sind. Heute erkläre ich Ihnen, wie unsere Partner mit uns arbeiten, um diese Tests erfolgreich durchzuführen. Die CVPR hat 300 Partner, die bereits mit uns Zertifizierungen durchgeführt haben und jetzt 1500 Produkte anbieten. Zuerst werde ich Ihnen sagen, warum Konformitätstests durchgeführt werden. Dafür gibt es drei Hauptgründe. Zum Ersten erwarten CC-Link und CC-Link AI Kunden, dass die Produkte die Tests durchlaufen haben. Zweitens, der Partner bekommt ein Zertifikat einer dritten Partei, das die Kompatibilität und Interoperabilität des Produktes belegt. Schließlich ist es die Strategie der CLPA, nur Produkte zu bewerben, die die Tests erfolgreich bestanden haben. Somit würden Partner, die diesen Schritt nicht durchführen, die wichtige Chance, ihre Produkte vermarkten zu können, verstreichen lassen. Unsere Tests verifizieren, dass die Partnerprodukte die strengen Vorlagen erfüllen. Sie haben sich entschieden, ein Produkt zu entwickeln und wollen mehr wissen über die Testabläufe und Produktspezifikationen. Wo können Sie diese Informationen finden? Wenn Sie die globale Seite der CLPA aufrufen, finden Sie die komplette Dokumentation zu Konformitätstests und Spezifikationen. Die Dokumentation deckt alle Produktkategorien für CC-Link, CC-Link AI, Netzwerktechnologien ab. Folgen Sie auf der globalen Seite dem Development-Link. Die CLPA ist eine globale Organisation. Somit können wir Ihnen Unterstützung an zentralen Orten weltweit anbieten. Dies heißt generell, dass das Personal der Testlabore Partnerunternehmen in Landessprache unterstützen kann. Auf der Karte sind die aktuellen Laborstandorte markiert. Kommen wir jetzt zur Frage, was wird eigentlich getestet? Die Tests gliedern sich generell in vier Hauptbereiche. Erstens, die Hardware-Tests prüfen die Verwendung der passenden Bauteile, die elektrischen Eigenschaften und die Grundfunktionen der Signalübertragung. Zweitens, die Software-Tests prüfen, ob die Geräte einwandfrei kommunizieren. Hier werden die zyklische und transiente Kommunikation als auch Fehlerbehandlungsroutinen getestet. Die Zertifizierung des CSP Plus Softwareprofils prüft die Verfügbarkeit, das Format und die Parametrierung. Die CSP Plus Datei wird für die Konfiguration und die Wartung genutzt. Viertens, im Dauertest werden die Prüflinge 12-stündigen Belastungstests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Geräte sicher funktionieren. Nachdem die Tests abgeschlossen sind, wird die CLPA die Testberichte erstellen. Wurde das Produkt erfolgreich getestet, bestehen keine weiteren Probleme. Besteht ein Produkt nicht, zeigt der Testbericht den weiteren Entwicklungsbedarf. Der letzte Schritt ist die Registrierung des Produktes im Katalog der CLPA-Website. Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, wird das Zertifikat erstellt. Wenn ein Produkt erfolgreich zertifiziert ist, stehen zahlreiche werbefördernde Maßnahmen zur Verfügung. Wie schon erwähnt, ist die globale Webseite die Hauptquelle für Unternehmen. Dort können Sie erfahren, welche Produkte verfügbar sind, um die Systeme zusammenzustellen und aufzubauen. Zusätzlich zum Online-Katalog erstellt die CLPA einen vielsprachigen Papierkatalog, der auf Messen, Seminaren und anderen Veranstaltungen weltweit angeboten wird. Wichtig ist, dass diese zusätzlichen Leistungen für Mitglieder ab der regulären Mitgliedschaft keine weiteren Kosten verursachen. Diese werden durch die Mitgliedsbeiträge abgedeckt. Hier können Sie sehen, wie Einträge von Partnerunternehmen aussehen. Auf der linken Seite ist der Eintrag im Online-Katalog abgebildet, rechts der Eintrag im Druckkatalog. Hier wird der IP67-fähige IO-Block der europäischen Firma Baluf dargestellt. Baluf ist im Aufsichtsgremium der CLPA vertreten. Jeder Partner erstellt und kontrolliert die Einträge auf der Webseite selbst. Das Gateway to Asia-Programm bietet einen weiteren Vermarktungsvorteil. Es steht regulären Mitgliedern zur Verfügung. Gegenwärtig arbeitet die CLPA in diesem Programm mit über 20 führenden europäischen Lieferanten von Automatisierungskomponenten in Asien, wo CC-Link und CC-Link AI führende Marktpositionen haben. Das Gateway to Asia-Programm eröffnet die Chance, Partnern ab der regulären Mitgliedschaft ihre Produkte über verschiedenste Werbemaßnahmen, zum Beispiel Messen, Seminare, Webinare in der CLPA in Asien zu vermarkten. Ich hoffe, diese kurze Präsentation hat Ihnen einen Einblick in den Ablauf der Konformitätszertifizierung gegeben und wir freuen uns darauf, bald mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.